unendlichen Zeit einen kurzen Allow yourself to be amazed. Und lass uns climb through the Marine Cemetery. Der Aufgang zum Meeresfriedhof war hart, aber grüßend. Sie befinden sich auf dem höchsten Punkt des Schlosses von Gruissant, das im Jahre 1080 errichtet wurde. Und Sie stehen dem Massif de la Claque gegenüber. Nehmen Sie sich die Zeit und bewundern Sie dieses Massiv und den Teich an Ihren Füßen. Dieser Kanal ist der Kanal Sainte-Marie. Lassen Sie Ihr Blick nun entlang des Kanals in die Weite gleiten, bis zu den Bergen. Sie entdecken den Felsen Roc de Cognac, der das Dorf von Bages überragt. Rechts von diesem Felsen ist das Narbonner Viertel La Roche-Grise sichtbar, das hinter dem Hügel von Capoulade verschwindet. Seit der römischen Antike sind die beiden Städten Narbonne und Gruissant eng verbunden. In Römerzeiten war Gruissant das Eingangstor der Schiffe, die mit Narbo Martius, der ersten Tochter Roms, außerhalb von Italien verhandelten. Sie müssen unbedingt die 10 Kilometer Entfernung bis nach Narbonne zurücklegen, nehmen Sie jetzt wieder das Massif de Capoulade als Bezugspunkt. Auf seiner rechten Seite am Teichufer befindet sich Foncourde und die Warmwasserquelle, dessen Temperatur 17 bis 18 Grad erreicht. Hinter Foncourde sehen Sie das Massif de la Claque, das sich gleich einer weißen Schranke im Hintergrund erstreckt. Seit 1973 ist es aufgrund der Landschaftsqualität und der Tatsache, dass es vor 2000 Jahren noch eine Insel war, geschützt. Nehmen Sie sich die Zeit und besuchen Sie die Touristeninformation in Gruissant. Unser Empfangspersonal kann Ihnen Wanderwege im Massif de la Claque vorschlagen. Am Massivanlauf wurden die ersten Weinreben im 2. Jahrhundert vor Christus von den Römern angebaut. Heutzutage wird hier der AOC Corbière-Wein und andere Landweine produziert. Was jedoch aus der Stadt Gruissant ein außergewöhnliches Plätzchen macht, sind die Teiche, die sie umrunden. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war hier nur eine einzige Lagunenebene vorhanden, die die Teiche von Gruissant, Graselle, Campignol und Hérolles zusammenfasste. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Teiche durch die Kolmatierung und Entwässerung getrennt. Der Teich, der sich an ihren Füßen befindet, heißt der Teich von Gruissant. Immer noch auf ihrer rechten Seite ist der kleine Hügel, den sie erblicken, der Pêche-Menot mit seinem botanischen Entdeckungsweg. Die Touristeninformation, die sich am Wegesausgangspunkt befindet, wird ihre Neugierde bestimmt befriedigen können. Ein bisschen weiter werden sie auch den Yachthafen und die hübschen Läden um ihn herum genießen können. Dieser hübsche Ort ist als lebendige Begegnungsstätte einen kleinen Spaziergang wert.